B1.2. Punkte Bn mit x 0,25x² minus 2x plus 3 auf der Parabel P und Punkte Cn mit x 0,25x minus 4 auf der geraden G haben dieselbe Abszisse x und sind zusammen mit den Punkten An und Dn die Eckpunkte von Parallelogrammen An, Bn, Cn, Dn. Die x-Koordinate der Punkte Dn, die ebenfalls auf der geraden G liegen, ist um 3 größer als die Abszisse x der Punkte Cn. Zeichnen Sie das Parallelogramm a1, b1, c1, d1 für x gleich minus 1 und das Parallelogramm a2, b2, c2, d2 für x gleich 6 in das Koordinatensystem zu 1.1 ein. Okay, gehen wir nochmal in Ruhe durch, was alles gegeben ist und was gefragt ist. Wir haben hier die Punkte bn und hier die Punkte cn. Und was wissen wir über die? Die Punkte bn liegen auf der Parabel p, die Punkte cn auf der geraden g. So, und jetzt heißt es hier weiter, man soll das Parallelogramm a1, b1, c1, d1 für x gleich minus 1 einzeichnen. Also gucke ich nach, wo ist x gleich minus 1 und gehe so lange nach oben, bis ich auf die Parabel treffe. Dann habe ich hier meinen Punkt b1 und ich gehe nach unten, bis ich auf die Gerade treffe und habe dann hier meinen Punkt c1. So, das gleiche mache ich für das zweite Parallelogramm auch. Da heißt es für x gleich 6. Also habe ich hier meinen Punkt B2. Und jetzt gehe ich nach unten, bis ich die Gerade treffe. Dann habe ich hier meinen Punkt C2. So, jetzt brauche ich noch die Punkte A und D, weil es sind ja Parallelogramme. Und da heißt es jetzt weiter, die x-Koordinate der Punkte Dn, die ebenfalls auf der geraden G liegen, ist um 3 größer als die Abszisse x der Punkte cn. Also wir müssen einfach von c ausgehen, 3 größer, das heißt 3 nach rechts gehen und dann haben wir den Punkt d. Okay, von den ersten, hier ist das c1, gehe ich 3 nach rechts, dann lande ich bei x gleich 2, also dann hier für mein d1. Das gleiche mache ich hier auch, hier ist x gleich 6, also gehe ich rüber bis 9. Dann kriege ich hier mein D2. So, verbinde ich mal die Punkte. Ja, muss ich da ein bisschen korrigieren. So, gut. Jetzt brauche ich noch die Punkte A1 bzw. A2. Ich weiß, es sind Parallelogramme, also kann ich im Prinzip einfach hier die Länge der Strecke C1, B1 abmessen und parallel dazu zu D1 die gleiche Strecke abtragen. Dann kriege ich hier meinen Punkt A1. So, hier noch verbinden. Und das gleiche mit dem zweiten Parallelogramm auch machen. Wieder die Strecke C2, B2 abmessen. Und dann von D2 parallel dazu nach oben. Und dann kriege ich hier meinen Punkt A2. So, musste außer was, sonst noch was außer dem Zeichnen gemacht werden? Nee, ich heiße nur zeichnen die Parallelogramme A1 und A2 ein. Damit sind wir dann fertig.